Willkommen bzw. willkommen zurück, mein lieber Krebs. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für September. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Krebse. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Wir schauen jetzt rein, wie die Situation zu Monatsbeginn aussieht, welche Energien zeigen sich hier. Dann schauen wir rein, welche Blockaden, welche Hürden im September am stärksten in deinem Feld arbeiten, denn die strahlen meistens auf alle Lebensbereiche aus. Wir schauen dann näher rein in den beruflichen, finanziellen bzw. materiellen Lebensbereich. Welche Entwicklungen können wir hier beobachten? Und im letzten Teil der Legung widmen wir uns den zwischenmenschlichen Beziehungen. Da werden wir schauen, was wir hier für Schwingungen wahrnehmen können, wie sich hier die Dinge entwickeln. Bitte beachte außerdem, dass Karten niemals Macht über dich haben. Karten haben auch keine Kontrolle über dich und Karten können auch nichts erzwingen. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für September für dich hat. Ich hole hier noch die letzten Karten. Und dann starten wir los. Ich habe hier zu Monatsbeginn, also eine Einstiegsenergie in das Ganze ist hier ein Gefühl von Überflüssigkeit bzw. irgendetwas ist hier überflüssig geworden. Vielleicht fühlst du dich auch irgendwo überflüssig. Also diese Energie kann man hier beobachten. Du weißt vermutlich am besten, wie es in deiner Situation aussieht. Ich sehe hier aber auch gerade mit anderen Menschen in Verbindung viele Möglichkeiten. Also hier ist wesentlich mehr, als du vielleicht aktuell wahrnimmst, möglich. Also da gibt es einiges. Ich sehe hier auch, dass du hier ein bisschen mit dem Schicksal haderst aktuell und manche Dinge gerade nicht so wirklich Sinn machen, also sich hier der höhere Grund noch nicht wirklich offenbart hat. Das ist doch etwas ganz Natürliches. Manchmal braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis wir Antworten bekommen. In den Blockaden habe ich eine Schwere drinnen, also das habe ich in den meisten Legungen in diesem Zyklus jetzt auch schon gesagt. Bitte gib Acht darauf, dass die Tage jetzt spürbar kürzer werden. Die Sonne geht früher unter. Das schlägt mehr aufs Gemüt, als man oft wahrhaben möchte. Das ist auch sehr wichtig, das hier mit zu beachten. Das nimmt dann auch oft den Druck raus und hier kann man dann besser und klarer agieren. Das ist hier nur ganz wichtig. Also wir haben hier eine gewisse Schwere. Wir gehen jetzt auch in Richtung Herbst. Also gib hier gut Acht, dass das hier nicht überhand nimmt. Ich sehe hier auch, was
Aktivitäten betrifft, dass auch hier irgendwo ja Schwierigkeiten sind oder dass du dich vielleicht mehr zurückziehst in diesem Monat, irgendwie ja Interaktion mit anderen Menschen beziehungsweise hier rausgehen, Leichtigkeit ist hier irgendwo ein Thema. Achtung, das ist aber auch eine, diese Blockaden, die wir hier haben, die zeigen sich auch, damit du sie auflösen kannst. Also ich frage hier nach eben auch nach Informationen, die du dann bearbeiten kannst, die man verändern kann. Wir haben hier noch eine Blockade und zwar geht's hier darum, dass du deine Batterien aufladen sollst, und das fällt dir irgendwo schwer. Ich habe hier irgendwo auch den Impuls, es geht hier, denke ich, auch darum, um eine gesunde Balance zu finden. Anscheinend, ja, es hier geht's darum, dass vielleicht hier die ein oder andere Person in deinem Feld ist, wo du mehr Energie hinein investierst und weniger herausbekommst. Und dann sind hier natürlich Schwierigkeiten, dass du hier wieder zu Kräften kommst. Also da werden wir natürlich dann nachsehen, was du hier machen kannst und was hier los ist. An sich sind aber, was dein Umfeld betrifft, sind hier mehrere Möglichkeiten. Das ist auf jeden Fall spannend. Vielleicht geht es hier auch darum, ich komme noch mal zu dieser Blockade, vielleicht geht es auch darum, dass es auch einmal wichtig ist, dass du hier Zeit alleine verbringst. Das kann schon auch sein. Also vielleicht geht es hier im Speziellen darum, dass du mit dir ein paar Dinge alleine ausmachen sollst und hier vielleicht einfach auch einen Stopp setzen sollst, dass du Zeit für dich hast. Das kann natürlich auch sein. Du weißt natürlich, wie es bei dir am besten aussieht, weil das ist eine allgemeine Legung und ich versuche möglichst genau auf alle Eventualitäten hier einzugehen, damit du das gut einordnen kannst für dich. Jetzt schauen wir mal in den finanziellen, beruflichen Bereich hinein, was sich hier so abspielt. Und da sehe ich einen Neubeginn, aber in einer bestehenden Sache, in einer bestehenden Angelegenheit. Vielleicht auch ein Perspektivenwechsel. Hier wird dir irgendetwas klar. Hier offenbart sich eine oder hier enttarnt sich auch eine Illusion. Irgendetwas zeigt sich hier genauso, wie es ist oder wie es für dich wichtig ist, gesehen zu werden. Das ist hier eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe hier eben zu Monatsbeginn dann diese Information, dass hier ein Neustart in einer bestehenden Sache stattfindet, ein Perspektivenwechsel eben oder irgendetwas dergleichen. Ich sehe ja auch, was das Umfeld betrifft, also das Umfeld, das um dich herum ist, was hier Finanzen und Beruf betrifft, alles, was sich hier berührt. Hier kommt Bewegung rein, hier tut sich was. Das heißt, löst sich auch anscheinend etwas. Das kann sehr gut damit zu tun haben, dass diese Energie des Überflüssigseins hier etwas aufwirft und dir hier etwas klar wird, dass vielleicht hier das mit dieser Illusion in Verbindung steht, die hier fällt. Das heißt, hier wird etwas neu arrangiert und nicht aufgegeben in dem Sinn. Das heißt, hier geht es auch irgendwo um eine Lösung einer Sache zu Monatsanfang. In der Monatsmitte habe ich hier den Zeitfaktor, habe ich hier
Zeit, die vergeht. Hier geht es um Geduld. Hier geht es um einen Prozess, der am Laufen ist. Also hier wird auf etwas gewartet. Hier wartest du auf etwas. Hier geht es um Geduld. Und hier haben wir eine Warnung. Hier könnten negative Gefühle hochkommen betreffend dieser Illusion, die sich hier offenbart hat. Und das ist jetzt ganz wichtig für dich, denn in dieser Illusion, auf die du draufgekommen bist, hat im Endeffekt eine positive Wirkung längerfristig gesehen, weil das hier nicht mehr negativ auf dich wirken kann. Und es besteht aber in der Monatsmitte die Gefahr, dass hier zu viele Gedanken sich um diese Angelegenheit drehen, dass du den Blick dann Richtung Vergangenheit wendest und hier dieses Vorankommen hier etwas abgebremst wird. Wir haben hier auch eine eher negativere Haltung, und hier dürfte diese Blockade sehr aktiv oder versuchen aktiv zu werden. Das heißt, hier kannst du etwas machen. Ich sehe hier auf jeden Fall Befreiung im Umfeld. Das bedeutet, du sollst deine Fühler auch ausstrecken und dir Rat einholen. Hier gibt es offenbar Expertenwissen, schätze ich, wenn es hier um eine spezielle Angelegenheit geht. Und wichtig ist, dass du in den Austausch gehst, natürlich nur mit Personen, denen du vertraust. Aber das ist hier ein großer Rat vom Universum, damit du hier nicht so Richtung Vergangenheit gerichtet bist. Gegen Monatsende hin, also wir haben hier, also diese Energie des Wartens wandelt sich hier in eine gewisse Zufriedenheit. Hier zeigt sich auch die Möglichkeit, dass es hier vielleicht auch um deine Berufung geht, dass du hier deiner Berufung folgst, dass du hier dich gesettelt fühlst, gesetzt fühlst, dass du hier angekommen bist. Hier läuft es offenbar recht gut gegen Monatsende hin. Und ich sehe hier auch an deiner Seite eine Person, die hier unterstützend tätig wird, oder beziehungsweise eine Person, wo du Informationen einholen kannst, die auch dazu beiträgt, dass du deinen Blick ja auf das Wesentliche für dich richten kannst. Also machen tust das natürlich du selber, aber du holst dir hier genau die richtigen Ratschläge ein, laut Tendenz. Ich sehe hier auch noch ein Reflektieren gegen Monatsende hin, aber ein friedlicheres Reflektieren, weil sich hier die Dinge auch irgendwo beruhigen und du das Ganze mit einer gewissen Distanz betrachten kannst. Hier ist natürlich auch der Hinweis, dass du vielleicht durch diese Ruhe, die hier dann auch herrscht, noch die ein oder andere Information hier aus der Vergangenheit für dich herausholen kannst, die hier irgendwo auch gewinnbringend für dich ist. Also hier bist du dann auch eher bereit, dass du hier in Frieden zurückblicken kannst. Das braucht halt einfach auch ein bisschen Zeit. Das ist halt auch wichtig zu sehen. Und es ist eben, wie gesagt, diese Wartephase in der Monatsmitte, das ist irgendwo auch eine Prüfung. Und nimm die Hilfe an, die sich hier zeigt, beziehungsweise streck die Fühler aus. Hier gibt es Unterstützung, und das führt zu einer Erleichterung und zu einer Klarheit. Ja, jetzt schauen wir mal in den zwischenmenschlichen Bereich, was wir hier beobachten dürfen.
Und hier zeigt sich, hier sehe ich zum Monatsanfang eine sehr starke, auf sich selbst gerichtete Haltung auch. Da geht es, glaube ich, auch um dieses Gefühl des Überflüssigseins. Und da muss ich dir auch sagen, dass es wichtig ist, also da möchte das Universum mitteilen, dass es hier auch wichtig ist, dass du auch respektierst, dass bei anderen auch nicht alles optimal läuft. Das kann man hier sehen. Also es ist hier ganz wichtig, dass du erkennst, dass man gemeinsam im selben Boot sitzt, dass man sich gemeinsam hier auch unterstützen kann. Hier sind auf jeden Fall Menschen da, die an deiner Seite sind, und es ist wichtig, dass man sich miteinander austauscht. Ich habe hier auch noch die Energie, dass etwas hereinkommt. Das kann jetzt sein, dass du schon zu Monatsanfang, also wir haben hier über den ganzen September hinweg Kontaktmöglichkeiten, also für neue Kontakte, wirklich, wirklich spannend. Hier findet irgendwo auch eine Ausgleichung statt. Es ist hier nur wichtig, wie empfängst du das, was hereinkommt? Das ist ebenso wichtig, und hier können eben neue Verbindungen geknüpft werden oder hier eben Verbindungen geschlossen werden, die vielversprechend sind für die nächste Zukunft bzw. für die weitere Zukunft. Das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Im Umgang mit anderen bist du hier aktiv. Das kann ich hier sehen. Also hier passiert was, hier tut sich was. Auch hier haben wir Bewegung, so wie in der beruflichen, in der finanziellen Ebene. Hier nimmst du anscheinend die Dinge in die Hand. Hier sorgst du dafür, dass etwas stattfindet. Das ist hier zu sehen. In der Monatsmitte kommt etwas herein, beziehungsweise jemand. Also da tut sich etwas Unverhofftes, Unerwartetes zu deinen Gunsten. Das ist hier die Hauptenergie. Etwas, wofür du nicht wirklich viel machen musst. Wir haben hier auch den richtigen Zeitpunkt. Wir haben hier auch noch das Omen. Hier geht es um etwas sehr, sehr Schicksalhaftes in der Monatsmitte. Offenbar eine schicksalhafte Begegnung. Hier, was es genau ist, das wird bei jedem etwas anderes sein, aber da tut sich irgendetwas, darüber sollst du anscheinend Bescheid wissen. Das bedeutet, hier ist es offenbar auch wichtig, auch hier die Fühler auszustrecken, rauszugehen. Wir haben hier, wie gesagt, auch im beruflichen, im finanziellen Bereich haben wir hier auch diesen Impuls vom Universum, dass man dich auch erreichen können muss oder dass man hier auch Kontakt mit dir aufnehmen können muss, damit hier etwas passieren kann. Also die Chancen stehen hier wirklich sehr gut, wenn wir das hier auf allen Ebenen haben, dass sich hier Schicksalhaftes für dich tut. Es ist eben nur wichtig, dass du dann auch rausgehst. Das sage ich eben auch, weil wir hier diese Blockaden haben. Eben die das betreffen, die auch eine eher pessimistische Haltung zeigen. Also in der Monatsmitte ist es eben wichtig, dass du dich auch zeigst und dass man auch mit dir in Kontakt treten kann. Gegen Monatsende hin, also sehe ich hier einen Aufwärtstrend in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Das betrifft jetzt alle Bereiche. Da kann natürlich, je nachdem, auf was
du gerade ausgerichtet bist, dass eben stärker in den Vordergrund treten. Aber hier sehe ich generell einen Aufwärtstrend, aber auch eine Prüfung für dich. Hier zeigt sich eine Person gegen Monatsende hin, die sehr gut mit Worten ist, die offenbar einiges verspricht, die Versprechungen äußert, aber wo man nicht unbedingt damit rechnen soll, dass hier viel zurückkommt. Hier ist es wichtig zu beobachten, folgen den Worten auch Taten. Wie ist diese Person? Setzt diese Person das um, was sie sagt? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir hier haben. Die Chancen stehen aber wirklich sehr, sehr gut, dass du das erkennst. Also, dass du hier auch drauf kommst, wer dir hier irgendwie auf schmeichelhafte Art und Weise, wer sich hier irgendwie anscheinend bereichern möchte oder dich zu irgendwas verpflichten möchte, wird sich zeigen gegen Monatsende hin. Ich habe hier noch einen Hinweis auf einen möglichen Hinterhalt oder irgendeine Aktion, die nicht zu deinen Gunsten ist. Das ist auch sehr wichtig, dass ich dir das offenbar sage. Auch hier geht es ziemlich sicher um diese Sache, also dass dir hier jemand Versprechungen macht, wo nicht wirklich viel für dich herausschaut. Das heißt, sollten Verträge oder irgendetwas dergleichen auf dich zukommen, prüfe das genau und im Zweifelsfall bitte schnapp dir jemanden, der sich hier auskennt, der das genau ansehen kann, jemanden, dem du vertraust, denn hier haben wir einfach eine Energie, wo dir jemand in den Rücken fallen könnte. Ich werde jetzt hier noch eine Karte dazu ziehen, um was es hier genau geht. Vielleicht bekommen wir noch ein bisschen mehr Information. Ja, das scheint mir sehr wohl eben jetzt der Fall zu sein. Wie ich eben gesagt habe, hier ist vermutlich Expertenrat gefragt und es ist wichtig, also Informationen einholen. Entweder von einem Experten oder nachlesen. Muss jetzt nicht in einem Buch sein, kann natürlich auch online sein, aber du sollst dir hier unbedingt Informationen einholen bezüglich einer bestimmten Person gegen Monatsende hin. Da zeigt sich irgendetwas in diese Richtung. Insgesamt bist du aber gegen Monatsende hin nicht wirklich zu bremsen. Hier geht es um eine Transformation und hier ist irgendwo einfach eine abschließende Prüfung noch ausständig, so im übertragenen Sinne gesagt, die du auch unbedingt bestehen sollst, denn wir bekommen hier wirklich viele Hinweise, was man hier beachten soll. Also es geht hier offenbar um ein Angebot oder irgendetwas, wo dir hier was versprochen wird oder wo etwas schön geredet wird, aber für dich eigentlich nichts bringt. Also hier wirklich streng sein und prüfen und vor allem auch Verträge genau. Es gibt auch Verträge im privaten Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich, auch Abmachungen. Hier wirklich genau prüfen, ob du hier wirklich, wirklich einverstanden bist, was sich hier zeigt. Ja, mein lieber Krebs, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, also glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.